September 1961. An der Loschwitzer Brücke in Dresden treffen sich zwei 17-Jährige. Wir wollten eben was tun gegen die DDR. Ne? Wahlfälschung laufend. Dann war die Mauer gebaut worden. Sie wollen ein Zeichen setzen. Wir sind in der Mitte hoch, über das Brückenhäusel da drüber. Ich bin dann oben geblieben und Herr Hase ist dann rückwärts gehend unter Lebensgefahr gegangen und hat die Buchstaben geschrieben. Nieder mit Ulbricht stand am nächsten Morgen auf der Brücke. Und die Jungs gingen dafür ins Gefängnis. 14 war meine Zelle. Es gab ja keinen Namen mehr. Und es war nur noch 14.1, wer links schlief, und 14.2, wer rechts schlief. Schlafentzug, nächtliche Verhöre, Besuchsverbot. Dass ich eine Dunkelzelle schmachten musste, eine Nacht und einen Tag. Die ehemalige Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit in Dresden. Ein schlichter Bau an der Bautzener Straße. Heute wohnen vor allem junge Leute in dem ehemaligen Bürokomplex. Das Hafthaus auf der Hofseite ist Gedenkstätte. Zur Wende im Jahr 1989 arbeiteten hier über 2300 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter. Die Leiterin der heutigen Gedenkstätte, Uljana Sieber, kam 2007 zum ersten Mal durch den früheren Personaleingang ins Haus. Und dann bin ich das erste Mal in dieses Gefängnis gekommen und es hat mich völlig berührt, getroffen. Erstens habe ich noch nie ein Gefängnis von innen gesehen, Gott sei Dank. Und zweitens mal wusste ich ja, dass das Original ist, dass hier also auch Menschen waren. Das war also sehr, sehr berührend für mich. Und war dann auch ein Anlass, mich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen. Einmal im Jahr, immer am 5. Dezember, treffen sich im Festsaal der Gedenkstätte ehemalige Häftlinge. Hier fanden bis zur Wende die Feiern und Festveranstaltungen der Stasi statt. Heute erinnern bei diesem Treffen Zeitzeugen an ihre Schicksale. Berichten Historiker von neuen Erkenntnissen, stellen Künstler ihre Arbeiten vor. Manche, die hier in Haft saßen, sehen sich zum ersten Mal wieder. Andere kommen regelmäßig. Wie Lutz Kandler, der zusammen mit seinen beiden Freunden die Losung »Nieder mit Ulbricht« auf die berühmte Dresdner Elbbrücke »Blaues Wunder« schrieb. Im September 1961, wenige Wochen nach dem Bau der Mauer, planen die drei damals 17-Jährigen die waghalsige Aktion. Hier unten war früher eine Milchbar und da ist unser Plan gereift. Das machen wir hier an der Brücke. Wenige Tage später war es soweit. Kurz vor Mitternacht treffen sich Kandler und Haser an der Brücke. Der dritte Mann, Klaus Schumann, hatte zuvor in der Drogerie seines Vaters die Farbe angerührt. Wir sind von der Mitte hoch, sind über diese, an dem Brückenhäuschen vorbei, drüber gestiegen, über diesen sogenannten Zaun. Ich bin oben geblieben und Herr Haser ist dann mit Farbtopf und Pinsel rückwärts gegangen, um zu schreiben. Eigentlich war es lebensgefährlich. Ja. Nieder mit Ulbricht, weg mit dem Staatsrat. Ich oben schmiere, mich geduckt und Zeichen ausgemacht, wenn ich nicht sage, ist okay, wenn ich so oder sowas, dann musste sich auch ducken. Da war der Schwarz angezogen. Herr Hase hatte eine FDJ-Bluse, jetzt mich an. Wenn er erwischt worden wäre, hätte er gesagt, wir wollten schreiben, es lebe die Deutsche Demokratische Republik. Das ist auch gut, ja, ne, das Ding. Das Wetter wird immer schlechter. Eberhard Hase schafft es, die erste Losung auf den Brückenbogen zu schreiben. Doch dann beginnt es in Strömen zu regnen. Sie brechen die Aktion ab, werfen Farbe und Pinsel in die Elbe und machen sich in unterschiedliche Richtungen davon. Am nächsten Morgen steht, verwaschen, aber noch lesbar, Nieder mit Ulbricht auf dem Brückenbogen. Die Stasi macht Fotos davon. Die drei Jungen erzählen niemandem von ihrer Aktion.
Man wusste nicht, wer in der Truppe IM ist. Es wurden ja manchmal welche eingeschleust oder kamen lustig, fröhlich. Und die haben, das waren oftmals IMs, also informelle Mitarbeiter. Wir wollten eben was tun gegen die DDR. Erst ein Vierteljahr später kommt die Sache raus. Eberhard Haser fällt der Polizei wegen Experimenten mit Feuerwerkskörpern auf. Er wird verhaftet. Ob die Stasi wusste, was er damals im September getan hatte, oder ob es nur ein Bluff war? Haser, enorm unter Druck gesetzt, gesteht die Aktion auf der Brücke. Die Polizei holt nun auch seine beiden Freunde ab. Ich bin mittags eingeliefert worden, von zu Hause weg, vom Mittagessen, mich hierher gebracht. Dann haben die mich in eine Zelle reingebracht. Da wusste ich gar nicht, um was es ging. Ich dachte, abends bin ich wieder zu Hause. Das hatten die auch zu Hause gesagt, weil meine Mutter oder der Vater sagte, der muss arbeiten. Der ist dann gleich wieder da. Es war alles es hieß zur Klärung eines Sachverhaltes. Immer das Gleiche. Ja, und da bin ich hier in der Zelle ganz alleine gewesen und wusste gar nicht, warum. 10.000 Menschen. So viele, zumeist politische Häftlinge waren es, die zwischen 1953 und 1989 hier im Untersuchungsgefängnis der Bezirksverwaltung Dresden des Ministeriums für Staatssicherheit einsaßen und auf ihr Urteil warteten. Doch wer war diese große, unberechenbare Macht, die Stasi? Das Ministerium für Staatssicherheit wurde unter direkter Anleitung des sowjetischen Geheimdienstes im Zuge der Gründung der DDR aufgebaut. Als innenpolitische Geheimpolizei, Ermittlungsbehörde und Auslandsnachrichtendienst. Es gab 17 eigene Untersuchungsgefängnisse. Kontrolliert wurde die Stasi ausschließlich durch die Führung der SED. Schild und Schwert der Partei. So die Parole. Dahinter aber standen Menschen. Hauptamtliche Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit. Das waren nicht nur Vernehmer, Zellenschließer oder Überwacher. Hier gab es auch Krankenschwestern, Kraftfahrer, Kindergärtnerinnen. In den 70er Jahren entstanden mehrere Neubaublocks, die ausschließlich von den Dresdner Stasi-Mitarbeitern und ihren Familien bewohnt wurden. Rund 2300 arbeiteten im Objekt Bautzner Straße und in den Gebäuden im Umkreis. Im Stasi-eigenen Kindergarten wurden die Jüngsten betreut. Es gab Ferienlager, wo schon die Jugend ganz im tschechistischen Geist erzogen wurde. Kindliche Neugier und Tatendrang, Abenteuerlust und Spaß an Sport und Bewegung wurden im Sinne der sozialistischen Sache ausgenutzt. Im großen Saal der Zentrale wurde gefeiert, wurden verdienstvolle Genossen ausgezeichnet, der Frauentag begangen und auch Skattturniere fanden hier statt. Ein gern gesehener Gast, Wladimir Putin. Als Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB war er von 1985 bis 90 in Dresden stationiert, gleich gegenüber der Zentrale, in einer Villa in der Angelikastraße 4. Und er besaß auch einen Dienstausweis der Staatssicherheit. Eine wichtige Rolle spielte Putin 1989, als die Stasi-Zentrale von aufgebrachten Bürgern gestürmt wurde. Dazu später mehr. Der Historiker Heiko Neumann bietet Führungen über das damals rund 3,5 Hektar große Gelände der Bezirksverwaltung an. Er erklärt anhand von alten Fotos und Luftbildaufnahmen, wo sich welches Gebäude befand. Auch die beiden alten Villen, die nun ungenutzt in bester Lage am Elbhang stehen, gehörten damals dazu. Also das ist der medizinische Dienst der Stadtsicherheit. Das heißt, hier war die Abteilung medizinischer Dienst drin mit einem Arzt und Krankenschwestern. Und diese haben einerseits die Mitarbeiter medizinisch versorgt und andererseits aber auch, wenn Häftlinge erkrankt sind beispielsweise, diese hier im Ausnahmefall auch medizinisch versorgt. Ja. Wir haben da drin im Keller eine Sauna, eine Physiotherapie mit mehreren Liegen, diverse Büroräume, zeitweise wohl auch ein Zahnarzt, der da drin war mit eigenen Räumen, vielfältig genutzt.
In einer Festchronik von 1980 wird stolz erwähnt, dass die Genossinnen und Genossen der Bezirksverwaltung nun keine längeren Wartezeiten in anderen medizinischen Einrichtungen der Stadt Dresden haben und damit die Arbeitszeit besser ausgelastet werden kann. Daneben die ehemalige Villa Sadowski. Das ist eigentlich auch eine Fabrikantenvilla ursprünglich gewesen aus dem 19. Jahrhundert. 1928, 29 haben sie die vereinfacht baulich in so einem englischen Landhausstil. Und dann zu Zeiten der Stadtsicherheit war das dann das Clubhaus. Das heißt einerseits Büroräume in den oberen Etagen, andererseits ein Ort der Geselligkeit, des Feierabendbiers, wenn man so möchte. Auf der elbseitigen Balkonanlage wurde noch getrunken, gegessen. Das ist die Nutzung des Gebäudes eigentlich bis zum Ende. Auf dem Gelände darunter standen früher Gewächshäuser und es gab einen Hundezwinger. An das laute Bellen der Hunde, die an langen Seilen über das terrassenartige Grundstück liefen, erinnern sich noch heute manche Dresdner. Die Hunde waren sicherlich auch dafür da, Ausbruchsversuche zu verhindern, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig neben dieser Innensicherung muss mitgedacht werden, dass es ein militärisches Objekt ist und deswegen auch eine Außensicherung zu erfolgen hatte. Wir befinden uns hier einfach in der Zeit des Kalten Krieges und entsprechend waren gegnerische westliche Dienste, die Feinddienste hier abzuwehren und denen keinen Einblick zu gewähren auf dieses Gelände. Stasi-Dienststellen gab es in allen 14 Bezirken der DDR und Berlin. Die in Dresden hatte eine besondere Bedeutung. Dieser Bezirk Dresden, der hat schon gewisse Spezifika gehabt, weil er eben einerseits landwirtschaftliche Produktion verbunden hat mit Wirtschaft und Forschung und gleichzeitig auch einen Braunkohlebergbau. Ja, das sind so die drei Schwerpunkte in dem Bezirk mit 1,8 Millionen Einwohnern damals. Wir haben die Lage auf der Transitstrecke Richtung Südosteuropa. Wir haben mehrere Grenzübergangsstellen hier in dem Bezirk gehabt, die von der Stadtsicherheit der Abteilung 6 gesichert wurden. Und wir haben einen relativ oppositionellen Bezirk gehabt mit einer großen Ausreisebewegung und vielen Ermittlungsverfahren. Gerade in den 80er Jahren war das der Bezirk mit den meisten Ermittlungsverfahren der Stadtsicherheit. Also ein politisch sehr unruhigen Bezirk aus SED-Sicht. Und das macht vielleicht ein Stück weit diesen Bezirk und damit auch die Bezirksverwaltung hier besonders. Das Zimmer des Chefs, Generalmajor Horst Böhm, ist genauso erhalten geblieben, wie es Böhm genutzt hatte. Da die Stasi auch intern alle Telefonate abgehört und aufgezeichnet hatte, sogar die des eigenen Chefs, kann der Besucher heute dort auch Böhms Stimme hören. Morgen früh, 7:45, rufst du mich bitte noch mal an, wenn es heute noch was gegeben hat, weil ich morgen früh dann 7:30 mit der Obrigkeit rede. Jetzt redest du noch mal mit dem Kollegen in der BDVB. Fragst noch mal, ob es irgendwie aus Ihrer Sicht heute Abend im Zusammenhang mit dem Training irgendwie was gab. 14:31 Uhr. Fußballspiele gegen westliche Mannschaften waren besonders heikel. Vorm Bellevue, wo die Stuttgarter Mannschaft ja übernachtet, stehen zurzeit 40 bis 50 Fußballfans, die von den Stuttgartern in Interviews oder Unterschriften und so weiter. Also im Prinzip eine normale Sache. Aber wir finden dort nicht einen Verantwortlichen der SG Dynamo Dresden. Überwachungsaufnahmen von 1973. Die Stasi filmte vor dem Europapokalspiel Dynamo Dresden gegen den FC Bayern München Fans in der Dresdner Innenstadt. Sie beobachtete Touristen im Zwinger und vor der Ruine der Frauenkirche. Und sie dokumentierte im Oktober 89 die Ereignisse am Dresdner Hauptbahnhof, als die Züge mit den Botschaftsflüchtlingen aus Prag hier durchkamen. Tausende Ton- und Videobänder wurden sorgfältig archiviert. Überwacht, beobachtet, abgehört wurden aber auch zahllose Privatpersonen, wie Michael Schlosser. Er hatte in seinem Schuppen ein Flugzeug zusammengebaut, um damit in den Westen zu fliehen. Arbeitskollegen, die als EMs, inoffizielle Mitarbeiter, für die Stasi arbeiteten, verrieten ihn.
Heute steht ein Nachbau seines Flugzeugs in der Gedenkstätte. Das Originalflugzeug, das existiert nicht mehr. 5 Monate in der U-Haft, nur weil ich das Flugzeug gebaut habe und man ist es als Verbrechen deklariert worden. Operation Icarus nannte es die Stasi. Verantwortliche von damals zu interviewen ist schwierig. Die meisten wollen heute nicht mehr über diese Zeit oder ihre eigene Beteiligung reden. Im Fall Michael Schlosser ist das jedoch gelungen. Ein Oberstleutnant hat anonym ein Interview gegeben. Wir haben uns nachts getroffen, um das ganze Objekt zu sichern, weil es war eine konspirative Durchsuchung. Es war keine offizielle und die Abteilung 8 hat dann das Grundstück geöffnet, die Garage geöffnet und haben diese Durchsuchung durchgeführt. Da hieß es dann, es ist da, es ist gefunden worden, wenn er kommt, könnt ihr ihn gleich mitnehmen. Aber man hat dann noch die Nacht abgewartet und am nächsten Tag in der Arbeitsstelle verhaftet. Michael Schlosser ging für 4 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis. Er wurde von der Bundesrepublik freigekauft für 96.000 D-Mark. Der Oberstleutnant der Staatssicherheit heute? Ich habe von der Sache her nichts Schlechtes getan. Ich habe kein Blut an den Händen. Ich habe keinem Menschen so geschadet, dass er Nachteile hat, wenn man jetzt den Fall Schlosser mal außen vor lässt. Aber auch das war damals geltendes Recht. Von daher muss ich wohl damit leben müssen. Heute führt Michael Schlosser Gruppen durch die Gedenkstätte. Die jungen Leute aus dem Siegerland in Nordrhein-Westfalen gehen mit ihm in den ältesten Teil, den ehemaligen sowjetischen Haftkeller. Wir sind praktisch in der Mitte von dem Gebäude. Und hier ist dann die sowjetische Militäradministration reingekommen. Im Keller der einstigen Kartonagenfabrik richtete der sowjetische Geheimdienst KGB schon 1947 eine Untersuchungshaftanstalt ein. Unter den heutigen Wohnhäusern entlang der Bautzner Straße entstand der sogenannte Fuchsbau, ein weit verzweigtes Kellerlabyrinth. Tausende echte oder vermeintliche Nazi- und Kriegsverbrecher und Regimegegner wurden im Kellergefängnis festgehalten, zum Tode oder zur Arbeit in sowjetischen Arbeitslagern verurteilt. Und die haben dann hier diese Wirtschaftskeller, die hier gewesen sind, alle umgebaut zu Zellen und haben fortan hier alles verhaftet, was sich irgendwie verdächtig gemacht hat. Unter anderem auch 14-, 15-Jährige, wo sie der Meinung waren, das waren noch Flakhelfer gewesen oder im Volkssturm. Und die sind dann alle ruckzuck von hier aus nach Vorkuta gekommen. Das ist am Nordpolarkreis. Das waren die damaligen Gulag-Lager gewesen. Die hatte Stalin schon dort drüben dann reingebaut gehabt. Die haben durchweg 25 Jahre Arbeitslager gekriegt als Strafe und mussten dann von hier aus direkt dorthin. Hier drinnen gab es keine Waschgelegenheit, hier gab es keine Toilette, hier gab es kaum Licht, hier war fast alles weg. Das Einzige, was sie hier reingestellt hatten, das waren Blechkübel gewesen für die Notdurft. Die standen in diesen Zellen drin. Hier gab es damals auch noch keine Holzbrettchen und gar nichts. Die Gefangenen haben auf dem Fußboden gelegen, auf Matratzen oder was auch immer gerade unten lag. Und 1953 ist dann die Staatssicherheit hier rein und hat das erstmal weiter als U-Haft genutzt. Die haben natürlich auch Holzbrettchen reingebaut und die haben auch als erstes eine Toilette hier reingebaut in den einen Raum. Und dann später ist dann das total umgebaut worden. Die haben sich damals aus den Gefängnissen der DDR straffällig gewordene Handwerker, kriminelle Handwerker hierher geholt und haben mit denen ein Arbeitskommando gebildet, mit denen sie dann hier drin das alles um und aus gebaut haben. Ein bedrückender Ort bis heute. Dieses Gedicht hat eine 16-jährige Schülerin unter dem Eindruck einer Führung durch den Haftkeller geschrieben.
Barbara Michael wurde 1982 in die Stasi-U-Haft eingeliefert. Sie war damals 28 Jahre alt und Mutter zweier kleiner Töchter. 19 Monate verbrachte sie hier und wohnte zusammen mit anderen Frauen in einer Gemeinschaftszelle. Das ist sozusagen für die strafgefangenen Frauen gewesen. Da waren 6 Personen drin. Das war immer voll belegt. Sie und ihr Mann hatten 1982 einen Ausreiseantrag in die BRD gestellt. Der erste Antrag ist abgelehnt worden. Ne? Und wir haben aber nicht locker gelassen. 1982 sind wir auf der ständigen Vertretung gewesen. Und dort sind wir in die Kontrolle gekommen. Und deswegen sind wir dann am 14. September 1982 dann auch hier verhaftet worden. Barbara Michael wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Diffamierung und Landesverrat. Ihre Kinder konnten bei ihrer Schwägerin bleiben. Das bin ich erstmal hier nicht ins Zellenhaus, sondern ich musste erstmal in so einer Stehkabine sein. Und dann erst bin ich reingekommen hier ins Zellenhaus. Einmal in der Woche konnten wir auf den Wäscheplatz, ich sag mal, frische Luft schnappen. Einmal in der Woche. Sie verbrachte die gesamte Haftzeit hier in der Bautzner Straße. Als billige Arbeitskraft für die Stasi. Wir sind im Waschhaus gewesen, haben aber auch gleichzeitig auch hier sauber machen müssen. Das oben in den Vernehmerräumen und hier unten in der 2. Etage. Dass sie in Dresden im Stasi-Knast blieb und nicht ins Frauengefängnis überstellt wurde, empfindet sie heute als Glücksfall. Weil ich psychisch so angeschlagen war, dass ich nur noch geheult habe. Ich habe von meiner Mutter geträumt, ich habe von meinen Kindern geträumt. Ne? Und das hat mich dann so emotional belastet. Ich habe dann Rudotel bekommen, um einfach mich wieder hier einzukriegen. Meine Schwester und mein Schwager sind immer zu mir gekommen. Alle 6 Wochen war das. Und Ihre Mädchen? Die Mädchen nicht. Wie lange haben Sie die denn nicht gesehen? Nur die 19 Monate, die ich hier untergebracht war. Ich habe versucht, sozusagen, ich habe im gewissen Sinne nicht daran zu denken. Versucht, sozusagen, hier einen Ausgleich zu finden. Die Schwägerin bringt ihr Wolle mit und Barbara Michael beginnt, Puppen zu häkeln. Also ich habe eine grün-schwarze und eine blaue schwarze gehäkelt. Ich wollte meinen Kindern sozusagen eine Freude machen. Immer am Wochenende schreibt sie Briefe an ihre Töchter, die damals erst 1 und 3 Jahre alt sind. Erhalten sind noch die Briefe, die sie von ihrer Familie ins Gefängnis geschickt bekommen hatte. Dass ihre Töchter sie nicht vergessen haben, als sie nach 19 Monaten auf Bewährung freikommt, dafür hatte Barbara Michaels Schwägerin, die Ersatzmutti für Veronika und Claudia, gesorgt. Sie hat immer von der Mutti gesprochen. Ne? Und damit war das wirklich, dass die Kinder vorbereitet waren. Barbara Michael lässt sich im Gefängnis von ihrem Mann scheiden und zieht den Ausreiseantrag zurück. Er geht nach seiner Entlassung in den Westen und sie zurück zu ihren Kindern. Die blaue Puppe ist in der heutigen Gedenkstätte in der Ausstellung zu sehen. Lutz Kandler, Eberhard Haser und Klaus Schumann, die 3 Männer vom Blauen Wunder, werden im Stasi-Gefängnis 18 Jahre alt. Die 4 Monate vor ihrem Prozess haben sich tief in ihr Gedächtnis eingeprägt. Am 15. Januar bin ich 18 geworden, habe ich gedacht, ich mache die Tür auf und sage, komm, 14.01 kommen Sie raus. Das war einfach sehen, Sie können nach Hause. In der Nacht vom 14. auf den 15. haben die mich 8-mal aus dem Schlaf gerissen und zum Vernehmer geschleppt. Hauptsache, man hatte keinen Tiefschlaf. Und dann ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden. Man hatte ja keine Uhr mehr. Das Zeitgefühl war ja ein bisschen erloschen. Und an dem Tag meines Geburtstages, am 15. sogar 3-mal.
Können Sie sich jetzt persönlich noch erinnern, in welcher Zelle Sie waren? Ja, ganz genau. Können Sie jetzt zeigen? Wir stehen vor der Zelle. 14 war meine Zelle. Und zwar 1, es gab ja keinen Namen mehr. Und nee, war nur noch 14.1, wer links schlief, und 14.2, wer rechts schlief. Manche Geräusche verfolgen Sie bis heute. Wenn dieses Metall auf Metall schlagen, ich will sie nicht machen, da geht das Ding kaputt. Oder soll ich es mal machen? Ja. Nicht erschrecken. Brrr, Schlüssel. Die schlimmsten Erinnerungen haben mit diesem Raum zu tun. Dass ich eine Dunkelzelle schmachten musste, eine Nacht und einen Tag. Keiner hat mir was gesagt, warum. War keine Toilette drin. Man musste also immer klopfen und wurde dann mit einem höhnischen Lachen von draußen abgewiesen. Das war für mich die schwierigste Phase. Nach 4 Monaten in U-Haft, dann der Prozess. Alle werden zu Haftstrafen verurteilt. Am Tag der Urteilsverkündung sehen sie sich untereinander, aber auch ihre Eltern zum ersten Mal seit der Verhaftung wieder. Da haben wir uns das erste Mal gesehen und da waren die Eltern dabei und, na ja, und da wurde mehr geheult und geflennt, das ist ja ganz logisch, aber da war der erste Kontakt mal zu den Eltern da. Meine Mutter hat mir nur am Schluss dann mich umarmt, also das durfte sie, und hat gesagt, wir sind stolz, dass ihr keine Kriminellen seid, sondern politische Gefangene. Politischer Gefangener war auch Günther Werner. Ein Trauma bis heute. Er wurde 1962 von der Stasi verhaftet, weil er Flugblätter verteilt und Parolen an Gebäude geschrieben hatte. Dabei erwischte ihn eines Nachts die Polizei. Es wurde schon hell, die Leute haben geguckt, wieder so ein Einbrecher verhaftet. Und da war das junge Leben erst mal unterbrochen. Und dann bin ich hier gelandet. Hier, 7 Monate. Natürlich alleine. Das war ziemlich hart, weil man wirklich absolut nichts hatte. Ein Taschentuch war das Einzige, was man hatte. Keinerlei persönliche? Nix. Wie alt waren Sie damals? 20. Es wurde genau darauf geachtet, dass sich die Häftlinge untereinander nicht sehen, geschweige denn sprechen konnten. Eine Ampelanlage zeigte an, wann gerade jemand von der Vernehmung zurückkam. Dann blieben alle anderen Zellen zu. Die einzige Verständigung zwischen den Gefangenen waren die Toilettenrohre und Klopfzeichen. Und selbst das wurde unterbunden. Die Stasi erfand einen Störgeräuschgeber. Die Vernehmungsmethoden waren anfangs brutal, später subtil. Der Historiker Heiko Neumann hat viel zu den Verhörmethoden der Stasi geforscht. Also in den 50er Jahren, auch mit einer gewissen Sicherheit, was die Quellen angeht, können wir sagen, da spielte körperliche Gewalt eine größere Rolle als dann in den 60er, 70er, 80er Jahren. Das liegt auch daran, weil sich das Vernehmungsregime professionalisiert hat. Wir haben eine zunehmend akademische Ausbildung der Vernehmer gehabt. Wir haben eine neue Generation, die nachrückt. Und diese Folter, die Sie ansprechen, bezog sich dann eher auf die weiße Folter. Das heißt Schlafentzug, Leute unter Druck setzen, sodass die Narben nicht mehr auf der Haut blieben, sondern im Kopf blieben, in der Seele blieben. Das zog sich bis in die 80er Jahre hindurch und ist natürlich auch immer abhängig, wie kooperativ der Beschuldigte in der Vernehmung war. Ziel war immer, ein Geständnis zu bekommen. Auch Lutz Kandler hat zahllose Verhöre erlebt. Bei seinen Führungen durch die Gedenkstätte versucht er, den jungen Leuten diese Schikanen nacherlebbar zu machen. Das war ein Vernehmerzimmer. Es gab 2 oder 3, weiß nicht genau. 2 gab es auf jeden Fall. Hier saß der Vernehmer. Es gab hier unten einen Schalter, einen Notschalter, wo er drücken konnte, wenn der Häftling, der sich hier hinsetzen musste, eventuell über den Tisch gesprungen wäre, was nie passiert ist, nach unserer Kenntnis. Und es gab ein Glas. Ich kam also hier hoch, da sagt mir, nehmen Sie mal das Tuch aus dem Glas und legen es auf den Stuhl. Ziehen Sie mal die Hose runter. Dann setzen Sie sich hin. Rubbel mal mit deinem Popo hin und her. Nach vorne, ja. Und nach vorne zurück. Ja. Stehen Sie mal auf.
Legen Sie mal das Tuch zusammen und legen Sie es so zusammen, dass es hier reinpasst. Geruchskonserven waren wichtig, um Personen später mit Spürhunden wiederfinden zu können. Von den Verhören gibt es Aufzeichnungen. Das schwache Stück, was Sie mir unterstellt haben. Wir unterstellen ihn gar nicht. Wir haben ihm schon heute Mittag gesagt, dass die Beweise vorliegen. Das habe ich Ihnen heute früh zu Beginn der ganzen Sache schon gesagt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich zusammenfassend zu dieser Beschuldigung zu äußern. Erkennen Sie die an oder erkennen Sie die nicht an? Ich kann die Beschuldigung nicht anerkennen. Im Herbst 89 erzwingen die Menschen das Ende der DDR. In ihren Dienststellen beginnt die Stasi, tausende Akten zu vernichten, die dort über die DDR-Bürger angelegt wurden. Als das auch in Dresden bekannt wird, machen sich die Menschen auf den Weg in die Bautzener Straße, um diese Zerstörung zu stoppen. Am 5. Dezember 89 ist Fritz Lieberwirth aus Westdeutschland zu Besuch bei seiner Dresdner Familie. Im Radio hört er, dass sich an der Stasi-Zentrale Menschen versammelt haben. In Dresden besetzten mehrere tausend Bürger das Bezirksamt für nationale Sicherheit. Ein Sprecher des neuen Forums appellierte an die Anwesenden, keine Gewalt anzuwenden. Kurz entschlossen packt er seine Videokamera ein und fährt dorthin. Da kam plötzlich ein junger Mann auf mich zu. Der kletterte auf den Container, wo ich stand, drauf und klebte mir von der Kamera die rote Kontrolllampe, die blinkte, wenn man aufnimmt. Klebte mir das mit dem Heftpflaster zu. Ich sag, Mensch, du bist doch hier ein ideales Ziel für einen Scharfschützen. Da oben auf dem Dach hätten Leute gestanden, die vielleicht Scharfschützen gewesen sind oder was. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist mir da. Da ist mir das Herz in die Hose gefallen. Da habe ich gedacht, mein Gott, das ist nicht ganz ungefährlich, was du hier machst. Der Aufruf zur friedlichen Kundgebung vor der Stasi-Zentrale stammte vom neuen Forum und der Gruppe der 20. Herbert Wagner, der später der erste demokratisch gewählte Oberbürgermeister von Dresden wurde, war damals federführend beteiligt. Die größte Angst hatte ich schon am Vormittag, als mich der Arnold Fahrts fragt, ob ich bereit bin, mit ihm eine Demonstration anzumelden vor dem Gebäudekomplex der Staatssicherheit. Das war der Moment der größten Angst für mich. Wir hatten bei den Montagsdemos bis dahin immer alles versucht, dass ja niemand die Demonstration dort zur Stasi führt. Und dann sind wir ja zu zweit zum Sender Dresden. Um kurz vor 12 haben wir noch den Redakteuren gesagt, dass sie bitte eine Nachricht durchgeben sollen. Die Dresdner sollen an ihren Radioapparaten bleiben. In einer halben Stunde kommt eine wichtige Durchsage. Und dann haben wir uns abwechselnd an die Schreibmaschine gesetzt und den Demonstrationsaufruf verfasst. Und der ging dann tatsächlich 12.35 Uhr nach den Nachrichten über den Sender. An eine Besetzung war überhaupt nicht gedacht. Sie hat sich dann daraus entwickelt und hatte die Mauer bereits bemalt um 17 Uhr. Man ist auf die Mauer raufgestiegen, bereit zum Absprung auf die andere Seite. Hatte ich große Angst, was geschieht jetzt? Und dann geschah für mich wie ein Wunder, dass sich das Tor von innen öffnete. Von hinten wurde geschoben und wir mussten rein in die Dunkelheit. Ich hatte große Angst. Was wird jetzt geschehen? Wird die Sache entgleiten? Wird es zur gewaltsamen Anwendung kommen? Wird es eine Lynchjustiz geben? Werden die bewaffneten Stasi-Leute schießen? War alles unklar. Und wir sind dann von hinten gedrückt worden, die Spitze vorne immer schneller hinein und kamen in den Innenhof. Von dort dann in den Saal. Es passten natürlich diese 5000 Menschen, die insgesamt da waren, die passten nicht in den Saal hinein. Der Saal war überfüllt. Ey, ein Gehaltsstreifen! Lohnungsgeld, 35 Mark! Bekleidungsgeld! Verpflegungsgeld, 137 Mark! Es kam aber nicht zu dem Gespräch, so wie es sich der Generalmajor Horst Böhm vorgestellt hat. Dieser machtgewohnte Mensch wurde da von einfachen Bürgern mit Fragen konfrontiert. Jetzt wurde er verhört. Wurde gefragt, Namen, Dienstgrad. Es lief an dem Abend alles schief.
für ihn. Und die wütende Menge, die ihn dort beschimpfte, bespuckte, trat, er ging in die Knie. Hätte er unten gelegen, das war meine Sorge gewesen, wird er totgetrampelt. Und ich bin mit dem Aufruf mitschuldig daran, auch der Stasi-General sollte nicht zu Tode kommen. Ich habe mich dann schützend vor ihn gestellt, bin ein paar Meter gegangen, sodass er wieder aufrecht gehen konnte. Und dann zog der Generalmajor Horst Böhm seine Pistole, legte sie auf den Tisch. Und das war für alle sichtbar herum die Kapitulation der Bezirksverwaltung des MFS im Bezirk Dresden. Die größte Gefahr schien vorbei zu sein, aber 23:30 so etwa muss es gewesen sein, dass sich dann eine Gruppe löst und sagt zu mir, und jetzt lösen wir den KGB auf. Herbert Wagner ging damals nicht mit hinüber in die Angelika-Straße zum KGB. Was dort passierte, erfuhr er erst am nächsten Tag. Sie haben also dort geklingelt, wollten rein. Ein Wachsoldat mit der Maschinenpistole stand da und heraus kam ein Mann in Zivil, der dann als Putin gedeutet wurde und hat es ja später auch selbst bestätigt und hat zu den Demonstranten gesagt, die Männer haben Befehl, bei unbefugt Eindringenden von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, gehen Sie nach Hause. Und das hat die Gruppe dann auch gemacht. In den folgenden Wochen und Monaten übernehmen Bürgerrechtler die Stasi-Büros. Sie sorgen dafür, dass Überwachungsvideos, tonnenweise Akten, Dokumente und Tonbänder gesichert und vor der Vernichtung bewahrt werden. Es ist ja doch bekannt aus dem bekannten, verwandten Kreis ringsrum, dass die Staatssicherheit in sehr vielen Fällen gravierende Einschnitte in das Privatleben der Menschen vollzogen hat. Und ich war der Meinung, dass es wohl nützlich ist, wenn man jetzt die Gelegenheit erhält, diesem Tun ein Ende zu bereiten. Immer wieder kommen Menschen zur Stasi-Zentrale. Sie hoffen, ihre Akten sehen zu können. Ich war hier verhaftet, und zwar 15 Monate. Mit welcher Anklage? Republikflucht, damals. Wann ist das gewesen? Das war von 69 bis 71. Wie sind Sie hier behandelt worden? Ich will mal sagen, korrekt, aber kalt. Es war also sehr viel Einzelhaft, 4,5 Monate Einzelhaft davon, ohne Begründung. Und die war sehr, sehr hart, muss ich sagen. Davon 10 Tage Arrest, ohne Fenster, ohne Decke, jeden dritten Tag eine Suppe, das Übliche eben. Aber sonst würde ich sagen, ist es ja nicht entscheidend, die Haft, sondern warum man dran ist. Darum geht es ja. Nur weil man ihn wegziehen wollte. Opfer des DDR-Regimes haben Anspruch auf Entschädigung. Hans-Jürgen Barth hatte 1977 in Dresden auf der Prager Straße mit einem Plakat seine Ausreise in den Westen erzwingen wollen und war wegen staatsfeindlicher Hetze zu 15 Monaten verurteilt worden. Rechtsanwalt Vogel organisiert für knapp 96.000 D-Mark den Freikauf durch die Bundesrepublik. Nach der Wende wird Hans-Jürgen Barth rehabilitiert. In einer szenischen Aufführung lässt der Zuschauer an seiner Rehabilitierungsverhandlung teilnehmen. Ich bitte alle Anwesenden, sich zu erheben. Der dritte Senat für Rehabilitierung am Bezirksgericht Dresden beschließt heute, den 3. September 1992, das Urteil vom 25. August 1977 wird aufgehoben. Der Betroffene wird rehabilitiert. Nach der Wende kehrte Barth zurück in den Osten und arbeitet heute hier in der früheren Stasi-Zentrale, in der er 6 Monate in U-Haft saß, ehrenamtlich. Mir fällt es jetzt nicht schwer, hier reinzukommen, weil ich habe meine ganze Geschichte verarbeitet. Ich habe meine ganze Vergangenheit hinter mir gelassen, weil ich eine neue Zukunft habe. Und die war so interessant, dass ich gar nicht mehr an das Schlechte gedacht hatte. Und das ist ja eigentlich auch mein Ziel gewesen, aus mir das zu machen, was ich gerne wollte. Und diese Möglichkeit hatte ich dann im Westen gehabt. Und wo ich dann wieder hierher gekommen bin, habe ich einfach gesagt, ja, also es ist schön, hier anderen Menschen zu zeigen, wie wir hier gelitten haben. Ja, aber man muss auch rüberbringen, dass man auch verzeihen sollte und nicht immer nachtragend leben sollte. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig.
1994 wurde das Haus erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Gedanke, hier eine Gedenkstätte einzurichten, lag auf der Hand. 1997 gründete sich der Verein Erkenntnis durch Erinnerung. Henrik Hause leitet ihn. Als der Verein damals gegründet wurde, war das eine bunte Mischung von ehemalig Inhaftierten, von Menschen, die sich einfach für das Thema auch interessierten. Auch Minister waren dabei. Also es war einfach vielen auch sehr wichtig, dass die DDR-Zeit aufgearbeitet wird und dass hier an das, was hier passiert ist, erinnert wird und dass hier eben eine Gedenkstätte entsteht. Seitdem hat sich die Zahl der Besucher von Jahr zu Jahr gesteigert. Schulklassen, Reisegruppen, zunehmend auch aus Westdeutschland. Ich mache selber auch regelmäßig Führungen. Macht da eigentlich immer sehr positive Erfahrungen. Also gerade mit jungen Leuten, die so in dem Alter sind, wie wir damals waren, als wir dann inhaftiert waren, das macht dann auch immer Freude, sage ich mal so, das dann zu vermitteln, weil man einfach die Resonanz merkt, weil es ja, wenn man darüber spricht, auch nicht nur um Hafterfahrungen und so schlimme Dinge geht, sondern auch um eine Orientierungsphase als junger Mensch, ne? Wo man also sich erstmal nicht über sein Leben Gedanken machte, auf eigenen Füßen stehen wollte und das dann eben relativ brachial versucht hat umzusetzen, diese Eigenständigkeit. Und das ist eben etwas, was auch junge Leute heute, die vielleicht auch darüber nachdenken, wo sie stehen, wo sie hinwollen, was sie mit ihrem Leben anfangen, was sie überhaupt auf dieser Welt sollen, das interessiert die dann eben auch sehr. Ein Haus mit zwei Seiten, einer traurigen und grausamen und einer hoffnungsvollen. Mehr als alle anderen wissen das die Menschen, die heute hier arbeiten. Als ich hier anfing, gab es nur dieses Stasi-Hafthaus und nicht das große Haus, was jetzt 4500 Quadratmeter hat. Das haben wir alles gemeinsam entwickelt und das ist eben die zweite Seite des Ortes. Es ist ein Ort der Begegnung, ein wirklich ein lebendiger Ort der Begegnung und das spüren sowohl die Zeitzeugen, das spüren ihre Familien. Das spüren aber auch die jungen Leute, die ins Haus kommen oder die Besuchergruppen oder die Touristen. Das ist eine ganz spezielle Eigenart dieses Hauses, diese freundliche Offenheit bei gleichzeitiger Erinnerung an das, was hier passiert ist, an die Zeitzeugen, die Menschen, die für Freiheit ihre eigene Freiheit aufs Spiel gesetzt haben, verloren haben. Das sind die beiden Seiten und das macht die Arbeit sehr spannend, sehr schön, manchmal natürlich auch traurig. Aber vor allem macht es Mut, weiterzumachen, weil wir ein sehr gutes Feedback bekommen dafür. Für die Menschen, die hier einsaßen, änderte sich das Leben danach. Manchmal gravierend, manchmal eher still. Michael Schlosser verließ die DDR und kehrte nach der Wende zurück. Ich habe das von Weitem mitgekriegt und ich war dann auch ein bisschen bestürzt darüber, dass jetzt die Mauer fällt. Da war ja die Haft damals für umsonst gewesen. Heute bin ich drüber weg. Eberhard Haser und Klaus Schumann nahmen ihre Ausbildungen wieder auf und blieben in Dresden. Lutz Kandler wurde Lehrer, reiste aber später in den Westen aus. Auch er kam nach der Wende nach Dresden zurück. Das war eine Erfahrung, die mich noch reifer gemacht hat und noch wesentlich besser mich hat einstellen lassen auf die DDR, auf die künftige DDR, die wir ja noch in letzter Zeit erdulden mussten, bis bei uns zu unserer Ausreise zumindest 86. Auch Barbara Michael hat die Angst und Verzweiflung jener Zeit hinter sich gelassen. Also ich habe den Leuten in gewissem Sinne verziehen. Mich berührt das nicht mehr. Ne? Und da bin ich auch froh. Sonst könnte ich auch nicht so leben, wie ich jetzt lebe. Ne? Heute sind die früheren Stasi-Büros Wohnungen. Wer hier einzieht, hat keine Berührungsängste. Wer hier wohnt, kennt das Ministerium für Staatssicherheit nur noch aus Erzählungen. Direkt neben den vergitterten Fenstern des ehemaligen Gefängnisses spielen Kinder. Die Stasi ist nur noch eine Erinnerung an eine Zeit, in der man für den Wunsch nach Freiheit oder das Sagen seiner Meinung ins Gefängnis kommen konnte.